Sonne weckte mich und ich lunschte aus meiner Schlafgelegenheit. Ich sah nur noch Weintrauben und ich wusste, jetzt ist die Zeit zur Ernte. Wir entfernten die Netze und waren erstaunt über unsere großen Trauben. Und wie viele es sind. Vor Aufregung schlug mir das Herz bis zum Hals. Ob ich die alle in die Presse krieg? Na, ich versuch's mal. Aber vorher müssen die Trauben geöffnet werden. Sonst erhalte ich keinen Saft. Die Presse macht die Beeren nicht kaputt. Maßlose Begeisterung auch bei Silvia. Damit werden die Trauben nur geöffnet. Gepresst wird dann mit der neuen Presse. Sonst gibt es einen bitterlichen Geschmack. Tropfen verlassen die Presse. Nun noch die Presshölzer eingebracht und dann kann's losgehen. Ach, hab ich einen Durst. Da ist auch mal Zeit für ein Bier. Auch ein Bier muss mal sein. Nach dem Pressen sieht man die verschiedenen Schichten. Erst der Rotwein, dann der Weiße. Das ergibt den Rosé. Die zwei Schichten sind so hart, dass ich sie mit dem Spaten von der Presse trennen muss. In der Zwischenzeit läuft der noch trübe Most durch die Filtermaschine. Langsam wird es Abend und auch die Tiere verlassen meinen Weinberg. Für heute ist die Arbeit getan und ich begebe mich zur Ruhe. Wieder in mein Fass.